Mit drei wunderbaren Experten aus den Bereichen Förderstruktur, Produktion und Vermarktung. Es gäbe viele sachliche Differenzierungspunkte, dass man die Konzepte noch besser auf den einzelnen Ort oder die einzelne Branche oder die einzelne Kulturstätte zuschneiden könnte. Das versäume ich. Wie muss man diese Inhalte erzählen, damit sie die Menschen erreichen? Und was werden eigentlich die Sehnsüchte und Ängste sein, die ja, glaube ich, immer drunter sind? Wenn ich das kurz ergänzen darf, ein wahnsinniges Gefühl, weil man fängt natürlich an, über Dinge nachzudenken und zu zweifeln. Aber wenn du im Kino sitzt und siehst ja diesen Trailer, du denkst echt, ach, ich glaube, ich brauche mir doch nicht so viel Sorgen zu machen, weil der Unterschied gerade nach so einer langen Zeit des Entzuges umso deutlicher hervorsticht, was den Unterschied ausmacht.